Hallöchen. Wie der Titel ja schon sagt, Elektronik vom Straßenrand. Da ist man nur mal kurz unterwegs zu seinem Doktor, um seine Medikamente zu holen. Und dann steht da am Straßenrand eine Kiste mit der Aufschrift zu verschenken. Und guckt man rein und dann findet man etwas, was ich, so wie es jetzt hier ist, gefunden habe. Aber wollen wir auch mal zeigen, was es ist. Eigentlich könnt ihr euch das schon denken. Ich habe das nämlich genau so gefunden. Ja, jetzt blendet die Lampe. Ein Weltempfänger, ein Radio. Dazu war auch dieser Knopf oder was das hier, Knopfohrhörer oder wie die Dinge heißen. Und es steht soweit noch nichts drauf. Es ist eine Bedienungsanleitung dabei. Und so sieht das von oben aus. Ich habe erst gedacht, Saba, aber nein, das ist nicht Saba, das ist ABA. Neun Wellenbereiche, also UKW, Mittelwelle, Langwelle und Kurzwelle 1 bis 6. Und Kurzwelle ist dann das 49 Meter Band, 41 Meter, 31 Meter, 25 Meter, 19 Meter und 16 Meter. Ich habe das auch schon ausprobiert, es funktioniert. Das Ungewöhnliche ist, dass es in einem wirklich Top-Zustand ist. Also da ist so gut wie nichts dran, ne? Kein Kratzer, nichts. Ich habe aber nur leider nicht rausgefunden, von wann es ist. Keine Ahnung. Hier steht nochmal das Modell drauf. Kann ich nochmal zeigen. Modell H88. Weiß ich nicht, Post oder sowas. Müsste irgendwo was aus der 80er, 90er sein. Oder früher, ich weiß es nicht. Da steht auch nochmal drauf, hergestellt für ABA oder ABA oder wie auch immer. Dann steht hier noch British Design Registration Nummer sowieso. Batterieklappe ist da, Batteriefach ist soweit sauber. Das hat mich schon gewundert, weil es waren Batterien drin, aber es waren keine alten, nicht so alte Batterien. Das waren die hier. Die sind relativ, ja, aktuell Tippkraft oder Topkraft. Das ist Aldi, müsste so, ja, hier steht Juni 2008, also schätze ich mal so 2006 gekauft. Und die haben schon angefangen auszulaufen. Hätte es jetzt länger gelegen, wäre das Batteriefach hinüber. Ich habe das gestern auch ausprobiert. Achso, ich habe noch vergessen, hier ist Phone und dann Stromanschluss, aber Center negativ, so wie Sony das so gerne hat. Und ich habe es gestern ausprobiert. Auf UKW ist es recht taub. Aber Mittelwelle hat mich echt überrascht gestern Abend, so gegen 21 Uhr. Sender ohne Ende. Und Kurzwelle ist es auch recht empfangsstark. Also ich habe nur die Antenne rausgezogen und ich habe hier kurz vor 22 Uhr den Düdel-Düdel-Dü-Ton gehabt von dem Radio Romania oder wie heißt International. Einmal auf dem 49 Meter Band und einmal auf dem 41 Meter Band, wo sie dann senden. So, Bedienungsanleitung kann ich auch noch mal zeigen, wenn ich sie rauskriege. Die klemmt dann mich ganz gut drinne. Oder Operation Manual, Bedienungsanleitung ist in mehreren Sprachen. Englisch. Ja, weiß nicht, Französisch. Niederländisch. Französisch. Ich weiß es nicht. Manuel de Instructions und Bedienungsanleitung. Before operating the set, please read this manual completely. Nee, brauche ich nicht. Ganz hinten ist dann Deutsch. Deutsch. Bedienungselemente haben wir hier, ja, Netzschalter, Abstimmknopf, Lautstärke, Wellenbereich, Schalter, Kurzwellen, Umschalter, Abstimmanzeige,
Kurzwelle UKW, Teleskopantenne, lange Welle, Mittelwelle, Ferritantenne. Ohrhörer, Anschlussbuchse. Wurde abgeschaltet. Netzteil, Anschlussbuchse, 3 Volt, Center negativ. Trageschlaufe. Kurzwellenempfang. Als besonderes hier mit einem gespreizten Kurzwellenband ausgestattet. Wir sollen eine schnelle Wiederfinden, exakte Pflege des Geräts, technische Daten. Die sind doch wohl noch ein bisschen interessant für manch eine. 2x 1,0 Volt Mignonzelle, also AA, 3 Volt, 150 Milliwatt Ausgangsleistung. Ohrhörerbuchse 3,5 mm, ist klar. UKW, Mittelwelle, lange Welle, Kurzwelle. Abmessung, Gewicht, technische Änderungen vorbehalten. Das einzige Datum, was ich hier drin gefunden habe, ist die Deutsche Bundespost informiert, sehr geehrter bla 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 und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann steht hier ganz unten, diese Genehmigung ersetzt die allgemeine Ton- und Fernsehrundfunkgenehmigung vom 11. Dezember 1970. Sie gilt ab 1. Juli 1979. Bonn den 14.05.79. Ich schätze mal so, ja, 80er, 90er, ich weiß nicht. Hier steht noch High Sensitive 9 Band World Receiver. Das Gute oder das Komische ist, ganz hier hinten steht es beim Deutschen bei. Bei den anderen steht davon gar nichts. Da ist dann immer das Gleiche. Nur beim Deutschen kommt dann hier hinten irgendwas mit Dings. So, ich mache es jetzt auch mal mit Batterien. Das ist auch eine recht eigenartige Konstruktion, dass beide Batterien in eine Richtung da reingehen. Aber es funktioniert wunderbar. Also ich war überrascht. Ja, Lautschleifer ist ja an der Seite Schieberegler. Ja, Tuning. Mal hier die Antenne. Die ist auch noch vollständig. Jetzt kommt die nicht raus. Jetzt. Ist auch noch recht fest. Nicht lose, locker, nichts. Und wenn ich schätzen sollte, so 50 cm lang, komplett ausgezogen. Ist jetzt UKW. Machen wir mal anders, dass ihr das auch vielleicht sehen könnt. Ach, die Antenne lässt sich nur links und rechts bewegen. Ich versuche es mal so, damit wir auch was sehen können. Die Antenne ist halt sehr lang, so um die 50 cm. Gut, brauche ich jetzt erstmal nicht die Antenne. Ich kann es ja nun nicht so lange laufen lassen hier. Jetzt gebe ich mal auf Mittelwelle.
Kommt jetzt natürlich nichts. Müsste ich mal kurz aus dem Bild, dass ich ein bisschen weiter weg bin. Ne, ist auch nicht die richtige Zeit. Es ist kurz nach 12, Freitagmittag. Da kommt dann nicht wirklich was. Jetzt bin ich auf lange Welle. Ja, das stört dich an. Ups, das stört dann auch hier meine Technik zum Aufnehmen. Wenn ich weiter weg bin, geht's eigentlich. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Also ich habe einen Langwellensender hier gefunden. Gut, jetzt gehe ich mal auf Kurzwelle. Da muss ich wieder die Antenne rausziehen. Ich hoffe, das klappt. 49 Meter Band. Da fangen wir am Anfang an. Tut mir leid, dass ihr jetzt nichts seht und nur hört. Da ist jetzt nichts. Bin bei Kurzwelle 3 im 31 Meter Band. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich im 19 Meter Band bei etwa 15,2 Megahertz. Da habe ich einen Sender bei 15,35 circa, war auch was. Und jetzt versuche ich noch den Aktienmeter. Ist aber wirklich die falsche Tageszeit. Also gestern Abend so gegen 22 Uhr oder 21 Uhr, da hat das Radio gespielt bis um geht nicht mehr. Was mit anderen Radios ein bisschen schwerer ist. Aber eigentlich müsste das 49 Meter Band auch jetzt noch irgendwas bringen. Gucke ich jetzt nochmal nach. Andere Position.
Da ist was. Ja gut, wie gesagt, ich habe das jetzt wirklich am Straßenrand gefunden. Ja, ein Ausschalter. Das funktioniert wirklich wunderbar. Also am Tag kriege ich hier eigentlich eher weniger. Am Abend wird es besser, viel besser. Also lange Welle, Mittelwelle, Kurzwelle hat gestern gespielt ohne Ende. Da war wirklich viel los. So, und da wollen wir aber bestimmt auch noch mal reingucken. Können wir mal reingucken. Das habe ich noch nicht gemacht. Was erwarten wir denn jetzt eigentlich an Elektronik da drin? Ups. Ich gehe mal davon aus, von der Größe her, dass wir da drinne Transistoren finden und Spulen. Vielleicht auch ein IC. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mal meinen Schraubendreher haben. So, gucken. Weiß nicht, ob es jetzt direkt IC ist. Mein Gott, wie lang sind die Schrauben? Alter. Eieiei. Richtige Bolzen drinne. Okay, das ist ja auch noch irgendwo Qualität. Und die ist kürzer, ne? Ja, ob das jetzt Qualität ist, weiß ich nicht. Das scheint auch nur ein Billigradio zu sein. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal auch nur die drei Schrauben, die ich da gefunden habe. Ich will es ja nicht kaputt machen. Ja. Oh. Oh. Ja, doch mehr drin als erwartet. Da ist ein IC drin. Wenn ich richtig gucke, das ist sogar ein Sony IC. Steht drauf Sony 7106 und dann CXA 1019. Nicht schlecht, Sony. Jo. Da sind Spulen unterzusehen. Der Ferritstab ist klar. Das will ich jetzt nicht rausnehmen. Ja, ist jetzt schlecht für euch zu sehen, aber da unten sind Abstimmspulen. Ein relativ großer Drehkondensator. Da. Da sind auch noch Spulen zu sehen. Da unten sind auch Spulen zu sehen. Also ich nehme es jetzt nicht komplett raus. Was haben wir denn hier für Kondensatoren? Samcor, Samkor, LHC und GD. So, das sind Kondensatoren. Da sind auch Spulen. Und typisch wieder in diesen Wachs rein gegossen. Ich schätze mal, das wird auch die UKW-Stufe sein hier. UKW geht jetzt eigentlich ganz gut, aber gestern Abend war er recht taub auf UKW. Warum auch immer. Ich werde auch nichts verstellen. Also es ist doch schon einiges drin, also doch schon IC. Und dennoch ein Sony IC, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Na, Sony muss jetzt nicht viel heißen, aber aus der Zeit ist Sony eigentlich ganz gut gewesen. Da oben ist die Ferrit-Start zu sehen. Ja, kann ich noch ein bisschen was erkennen? Nö. Also nichts mit Transistoren. Bis jetzt habe ich noch keinen Transistor entdeckt. Doch, da ist einer. Da versteckt sich ein Transistor. Da unten.
Ein Transistor. Noch ein Transistor? Weiß ich nicht. Also ich nehme es jetzt nicht weiter auseinander. Aber sowas findet man am Straßenrand. Ja, der Lautsprecher, Lautstärkeregler ist hier raus. Dann wieder zusammenkriegen. Ja, wie es immer so schön ist. Auseinander geht's, aber zusammen geht's dann nicht mehr. Jetzt müsste, sollte, theoretisch. Irgendwo hängt er. Wo hängst du denn? Kriege ich nicht zusammen. Knacksen ist nie gut. Schrauben wir das mal gleich wieder zusammen. Machen wir hier auch gleich wieder die 3 Meter Schraube rein. Den Ohrhörer teste ich jetzt. Oh, könnte ich noch mal testen, aber ich stecke ihn mir nicht ins Ohr. Den muss ich erst noch desinfizieren. Wer weiß, wer den im Ohr gehabt hat. Aber den kann ich euch auch noch mal zeigen. Den haben kennen sicherlich einige von euch gar nicht mehr, diese Art Ohrhörer. Das waren die ersten In-Ohrhörer auf dem Markt. Mal gucken, ob es noch spielt. Gehen wir mal OKW. Jo, spielt noch. Das ist gut. So. Jetzt habe ich die Packung da. So, das waren so die ersten In-Ohrhörer. Ja, die werden so richtig schön ins Ohr reingeschoben. Die sind aber auch nicht wirklich laut. Ich kann auch mal das Innenleben zeigen. Das hat schon Rost angesetzt. Das ist in dem Sinne nichts anderes wie heutzutage, nur ist hier ist ein bisschen anders aufgebaut. Da ist auch eine Spule drin. Vielleicht kann ich euch das auch noch ein bisschen mehr besser zeigen, wenn ich den da rauskriege. Ja, schwach magnetisch, ich will da auch nicht zu viel drin rumspielen. Ja, mehr kann ich euch da nicht zeigen. Also da ist nicht viel zu sehen. Ja, es ist Rost dran. Ne? Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist eine Spule zu sehen. Das ist alles. Das sind so die ersten In-Ohr-Hörer. Funktionieren erstaunlicherweise sehr gut. Also muss ich echt sagen, ich habe, wo ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, um 2001 rum, auch so ein Ding im Ohr gehabt unter Motorradhelm und der Fahrlehrer hat mir ins Ohr gesabbelt. So. Er spielt auch. Mal gucken, ob ich das was finde. Da ist was drin. Gucken, ob ich euch das zum Hören kriege. B501 Grömitz, Neustädter Straße, Stadt einwärts wird geblitzt. Ja.
Ist jetzt ja nur auf einer Seite zu hören, weil ich habe das hier jetzt auf Stereo, den Ton. Vielleicht mache ich das noch auf Mono im Dings. Aber selbst der funktioniert. Und damit kann man dann auch gut Radio hören. Also, dass ich sowas hier finde am Straßenrand, wunderbar. Also, ich kann nicht meckern. Selbst mit Klappe noch dazu und dann in einem Zustand, also als wäre das Ding noch neu. Ich habe erst gedacht, das wäre noch nicht gebraucht, keine Batterien drin, nichts, macht Batteriefach auf und kriegt dann erstmal einen kleinen Schock von wegen ausgelaufen. Aber es war nur ganz leicht von, was ist denn das hier, so ein ja, Salzzeugs oder was das ist. Und, naja. Das war recht schnell wieder sauber zu kriegen. Da habe ich mit einer kleinen Drahtbürste ein bisschen drin rausgedingst und dann war das wieder sauber. Da musste ich nicht viel kratzen und nichts. Da war noch nichts verrostet. Aber sowas findet man am Straßenrand. So, habe ich jetzt die Bedienungsanleitung wieder drin? Nein, habe ich nicht. Die machen wir uns da wieder rein. So. Und eventuell gibt es noch ein kleines Update heute Abend. Gucken wir nochmal Mittelwelle und Langwelle und Kurzwelle. Vielleicht. Oder auf den Samstag. Ich denke mal, auf den Samstag ist wieder auf dem 49 Meter Band der Channel 21 oder wie der heißt, zu kriegen. Mal gucken, ob wir den dann hier reinkriegen. Oder Samstagmittag oder wann das war. Gut, dann danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi!